Ich bin Lisa und ich bin bisexuell. Ich finde es extrem wichtig, dass man Vorbilder hat, gerade wenn man in dieser Gesellschaft aufwächst, die sehr heteronormativ ist, die auch patriarchale Strukturen hat, finde ich es wichtig, dass Leute, die eben ein bisschen anders sind als die Norm in der Schweiz oder auch sonst auf der Welt, dass die Vorbilder haben und merken, ich bin nicht allein, ich bin nicht die einzige Person, die sich so fühlt. Und ich habe das Gefühl, erst durch Sichtbarkeit eben können wir Rechte bekommen, mehr Rechte als wir jetzt haben, können wir daran arbeiten, dass wir irgendwann hoffentlich Gleichheit erfahren in der Schweiz. Ich wünsche mir natürlich Offenheit, ich wünsche mir Respekt. Ich wünsche mir aber auch Ehrlichkeit im Sinne von Fragen stellen, wenn es Fragen gibt, wenn man verunsichert ist. Weil ich bin recht überzeugt, dass wenn man mich fragt, dass man mich dann auch, also dass man die Sachen vielleicht besser versteht. Also ich habe jetzt das Gefühl, die grössten Probleme entstehen oder Diskriminierungen entstehen aus Angst heraus, aus etwas nicht kennen. Und darum möchte ich gerne, dass man mir die Fragen stellt oder die Zweifel, die man hat, aber natürlich in einem respektvollen Ton. Also, dass wir wahrgenommen werden, dass wir sichtbar gemacht werden, auch von der Politik, auch von der Gesellschaft, dass wir nicht anders behandelt werden als die anderen. Ja, dass man uns zulässt. Ich würde sagen, als ich mich das erste Mal verliebt habe in eine Frau, das war ein wahnsinnig romantisches Erlebnis, also fast ein bisschen kitschig. Und ja, wirklich der Moment, wo so ein bisschen alle Zweifel sind, ausgeräumt worden, wer das ich bin, ob ich auch Frauen lieben kann. Das war wie der Moment, der so schön war und für mich eben genauso gleich, wie es mit einem Mann auch sein kann. Das für mich dort einerseits natürlich von dem romantischen Gefühl her wunderschön war und andererseits eben auch von dem Heimkommen, von dem merken, okay, das bin ich auch. Ich glaube, ganz am Anfang hat es mir am meisten Mut gekostet, um meiner damaligen Beziehung wie zu sagen, dass ich im Moment nicht weiss, wer ich bin und dass ich auf der Suche bin. Und das war für mich sehr verunsichernd gewesen und ich hatte sehr Angst, dass das für die andere Person auch verunsichernd ist. Und das hat mir recht viel Mut gebraucht, das mal auf den Tisch zu legen. Ich glaube einfach, ich bin ein Mensch, so wie alle anderen, mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Ängsten. Und ich glaube, wir sind alle in unserem Leben immer wieder voll begeistert von Sachen und manchmal schon wieder verunsichert und glaube auch ständig auf der Suche nach, wer wir sind. Und ja, ich glaube, das macht mich like everyone.